Mein Name ist Katrin und ihr seid auf meinem Kanal Chaos und Tour gelandet. An alle Abonnenten, hallo zurück. Wir sind schon oder fast 600 oder vielleicht sind wir mittlerweile ja schon 600. Weil heute ist Freitag und ich nehme das für Sonntag auf. Also ihr werdet das am Sonntag zu sehen bekommen. Und an alle, die neu hier sind und hier über den Kanal gestolpert sind jetzt, herzlich willkommen. Schaut euch um, fühlt euch wohl, nehmt euch einen Keks. Und ich freue mich, wenn ihr, wenn es euch gefällt, den Abonnieren-Button hier unten drückt. Heute ist eine True-Crime-Zeit. Ich muss mal hier den Fokus mal da unten festsetzen. So. Heute ist True-Crime-Zeit. Ich weiß, ich habe mal wieder eine ausfallen lassen. Aber heute gibt es wieder eine. Und zwar True-Crime-Zeit. Was heißt das? Das heißt, ich arbeite an meinem aktuellen WIP, also Work in Progress, an meinem aktuellen Bild und spreche mit euch über ein wahres Verbrechen. Ne? Etwas, was wirklich passiert ist. Und Disclaimer, ich recherchiere das nicht selber. Also nicht zu vergleichen mit einem richtigen True-Crime-Kanal, wo wirklich wochenlang recherchiert und selber geschrieben und zusammengestellt wird. Ich gehe mit euch Berichte, Artikel durch, die ich finde zu True-Crime-Fällen, sowohl Cold Cases als auch schon aufgeklärte Fälle. Genau. Und heute beschäftigen wir uns mit einem vermissten Fall. Aber vorab, was mache ich hier, mit was arbeite ich hier? Das hier ist ein Diamond Shop Kit Bild. Hier, das ist Yolandi. Und dann, der Coverminder ist von Diamond Shop für die erste Bestellung. Der ist ganz süß. Ein kleiner Schmetterling, der ist so schön flach. Dann habe ich hier meinen Wachs. Warum habe ich einen Wachs? Welchen Stift hier habe? Weil ich bei dem Set hier auch ab und zu ein bisschen multiplace. Also ich habe hier meinen Wachs. Das ist das Vanillewachs von Craft and Wedding von der lieben Heidi. Auch das verlinke ich euch unten in diesem süßen Döschen. Ist eher ein Winterdöschen, ne? Aber passt super zum Bild. Dann arbeite ich mit einem meiner Stifte von C-Books Arthur, ein Etsy-Shop. Wie gesagt, ihr findet alle Links unten. Und ich arbeite mit meinem Pretty Placer und zwar in der Duftrichtung Shampoo heute. Genau. Wir wechseln jetzt auch zum Voice-Over, meine Lieben, gleich. Weil der Fall ein bisschen komplexer ist, ich da keine Fehler machen möchte, weil es ein aktueller Fall ist, der immer noch nicht gelöst ist, wo die Familie sehr, sehr involviert ist, ihn zu lösen. Es geht um einen vermissten Fall. Die Mutter ist sehr, sehr engagiert, ihren Sohn immer noch zu finden nach vielen Jahren und diesen aktuell zu halten. Und da möchte ich tatsächlich keine Unwahrheiten oder kleine Fehler machen in dem, was ich erzähle, weil es könnte ja sein, dass jemand von euch tatsächlich etwas zur Lösung des Falls beitragen kann. Und darum möchte ich mich da voll und ganz aufs Vorlesen und mit euch diskutieren und darüber sprechen konzentrieren. Und aus diesem Grund mache ich dann nachher eben das Voice-Over mit euch. Also viel Spaß beim True-Crime-Fall. Und wie immer freue ich mich natürlich über Kommentare. Lasst uns drüber reden. Was meint ihr, was passiert ist oder was man vielleicht noch tun könnte? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich nachher natürlich über Däumchen nach oben. Ja, wenn es euch nicht gefallen hat, dann Däumchen nach unten, auch okay. Hauptsache, ich kriege von euch ein Feedback. Das freut mich immer sehr. Genau, dann legen wir mal los. Also, meine Lieben, es geht um den Fall des Lars Mittag. Das ist ein Vermisstenfall, wie gesagt. Und in der aktuellen
Wahre Verbrechen, Stern, Crime ist ein Artikel drin und genau über den werden wir heute sprechen. Beziehungsweise ich lese ihn euch vor und wir sprechen ein wenig darüber. Das ist ein aktueller Fall, wie gesagt, ihr werdet auch gleich hören, die Mutter sucht noch nach Lars. Und daher werde ich in diesem Fall auch euch Bilder, soweit ich das darf, einblenden. Sie guckt zuerst auf die Augen. Eine Mutter sagt, sie erkennt doch die Augen des Sohnes. Wenn Rainer ihr einen Hinweis weiterleitet, ein Video oder ein Foto, was oft passiert, von Obdachlosen meistens, die irgendwo aufgetan wurden, nicht immer lebendig, guckt Sandra Mittank, die Mutter, die ihren Sohn nicht aufgeben will, zuerst auf die Augen. Sind es Lars Augen? Augen, die wach, freundlich, ja beinahe amüsiert auf das schauten, was um sie herum passierte. Braune Augen unter markanten Brauen, solche hatte Lars oder hat. Manchmal ruft Rainer mitten in der Nacht an, ich habe dir was geschickt. Rainer ist der Privatermittler, der bei der Suche hilft. Von ihm wird später noch die Rede sein. Wenn Rainer also nachts anruft, guckt sie aufrecht im Bett, schreckwach und hektisch nach. Bisher war es noch jedes Mal jemand anders. Und das ist dann wieder ein Schritt. Ich weiß dann, wir haben ihn nicht tot gefunden. Also lebt er, sagte Sandra Mittank leise, aber fest. Also lebt die Hoffnung, dass Lars eines Tages doch noch nach Hause kommen könnte. Einfach wieder hineinläuft in diese kleine Welt, die mal seine war und in der immer noch alles aussieht wie damals. Er könnte den Flur entlang gehen, über die weißen, sauberen Fliesen, vorbei am Badezimmer, wo der Handtuchhaken mit seinem Namen nie abgenommen wurde. An der offenen Küche mit Sitzecke vorbei und an seinem eigenen Foto, das dort wie eine Mahnung hängt, geklammert an ein Herz aus Korbgeflecht. Er könnte einen Blick auf sich selbst werfen, auf den jungen Mann, der er war, vor vielen, vielen Jahren. Könnte an den Blumen schnuppern, die dort stehen, durch die Tür gehen. An deren Plakat der Golden Gate Bridge hängt, könnte in sein Zimmer gehen, ins gemachte Bett sich werfen, hoch an die Holztäfelung blicken, an der immer noch bloß ein bisschen verblichener und schlaffer die Poster von Werder Bremen hängen. Von seinem Verein, der schon der Verein seines Großvaters war. Er könnte dem Gesang der Vögel im Garten lauschen, nur dann und wann mal gestört von irgendeinem Auto, das durch die kleine grüne Siedlung gleitet. Ich würde ihm keine Vorwürfe machen, sagte Sandra Mittank. Und wenn er mit einem Sack voller Kinder käme, es wäre mir für mich völlig okay. Selbst wenn er sich meldet von irgendwo, wo er mir sagt, er lebt jetzt woanders, es geht ihm gut, er will nur keinen Kontakt mehr. Ich würde das akzeptieren. Es sind an diesem Nachmittag, der nicht mal Winter und noch nicht Frühling ist, 2435 Tage ohne Lars. 4 Wochen zuvor hat sie eine Kerze angezündet, wie jedes Mal zu seinem Geburtstag. Geburtstage sind am schwersten. Geburtstage drohen sie zu ersticken mit diesen ganzen Gefühlen, die sie sonst verschlossen hält, tief in sich und die dann aber an die Oberfläche drängen. Und mit ihnen immer eine Frage, hätte sie was anders machen sollen? Ich komme aber immer wieder zum selben Schluss. Ich habe getan, was ich tun konnte. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Sicherlich mehr, als andere Mütter in der Situation getan hätten, sagte Sandra Mittag. Etwa 100.000 Menschen werden in Deutschland jedes Jahr als vermisst gemeldet. Die Hälfte der Fälle erledigt sich nach einer Woche. 80% klären sich binnen eines Monats auf. Manchmal ist ein Vermisster nicht mal wirklich verschwunden, sondern hat nur das Handy ausgeschaltet. Manchmal bunkern sich Erschöpfte, Gestresste, Verzweifelte ein, weil sie Ruhe brauchen oder rennen weg, weil alles zu viel geworden ist oder zu wenig. Nur 3% bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Derzeit werden in Deutschland laut Bundeskriminalamt etwa mehr als 8.000 Menschen vermisst. Dazu kommen rund 2.000 Vermisstenfahndungen nach Deutschen im Ausland. Manche dieser Fälle sind bei genauerer Betrachtung wenigstens ansatzweise zu erklären. Einige wenige bleiben rätselhaft. Und vielleicht ist kein Fall rätselhafter als der von Sandra Mittanks Sohn Lars, der in Bulgarien über einen Zaun stieg und für immer verschwand. Ja, also Sandra Mittag, die Mutter von Lars, kämpft tatsächlich seit Jahren wie eine Löwin und das mit den Geburtstagen kann ich sehr, sehr gut verstehen.
Und auch, ja, solange man ihn nicht tot findet, eben diese Hoffnung wirklich noch da ist, dass er lebt. Es ist ein sehr mysteriöser Fall. Wir kommen jetzt mal dazu, was eigentlich passiert ist. Genau. Die Reise. Lars Mittank ist ein netter junger Mann mit vielen Freunden. Er lebt und arbeitet in Wilhelmshaven, einer Nordseeküstenstadt am Jadebusen. Die Gegend gefällt ihm gut, auch weil es eigentlich wie zu Hause aussieht. Dieses platte, immer feuchte Grün bis zum Wasser. Ein verwischtes Licht, das es nur im Norden gibt, wie die Sonne sich in Milchglas bricht. 3,5 Stunden sind es im Auto nach Marne in die Ditschmarscher Südermarsch zu der Freundin, den Freunden, den Eltern. Als Junge war er mal Vize-Landesmeister seiner Gewichtsklasse im Karate. Jetzt fährt der 28-Jährige die Strecke so oft er kann, seit sein Vater einen Schlaganfall hatte. Er hilft seiner Mutter. In der Küche in Marne liegt immer eine To-Do-Liste mit Dingen, die zu erledigen und zu besorgen sind. Und wann immer der Sohn zu Besuch kommt, nimmt er sich die Liste. Die Mutter muss ihr einziges Kind darum nie bitten. Einmal fährt sie mit ihm nach Wilhelmshaven. Lars zeigt ihr das Kohlekraftwerk, in dem er arbeitet, direkt hinter dem Deich. Zeigt ihr die Stadt, die Häuser, die er gut findet. Er wollte sich hier was kaufen, erzählt er ihr, sesshaft werden. Er mag die Planbarkeit. Im Kraftwerk hat er sich längst bewiesen. Dort überwacht er auf Monitoren im Leitstand die Reibungslosigkeit der Abläufe. Die Turbinendrehzahl, Heizwerte, Dampfkessel, Kühlwassertemperaturen. Manchmal setzt ihm die Schicht zu. Das schon. Diese ständigen Wechsel aus Tag und Nacht, die Überstunden, von denen er etliche anhäuft. Aber das Gehalt ist gut. Es ist der Sommer 2014. Bald beginnt die Fußball-WM. Bald fahren sie nach Bulgarien. Also Lars, ganz normaler Junge mit einem sehr geregelten Leben, mit einem intakten Elternhaus und Eltern, die ihn lieben und die er liebt und um die er sich auch schon kümmert. Also er hilft seiner Mutter, er ist sehr fürsorglich, er ist sehr pflichtbewusst und auch sportlich. Also nichts, was irgendwie komisch wäre. Und das macht das Ganze, was jetzt halt kommt, noch suspekter. Ja, ich weiß, ich spanne euch auf die Folter. Ich kenne den Fall ja schon. Warner. Goldstrand, mit Freunden von früher. Einer aus der Gruppe ist abgesprungen, ein Platz frei. Die Mutter hat sich zuerst gewundert, bucht er nicht sonst immer Urlaub in der Natur? Geht er nicht tauchen oder angeln in Norwegen? Goldstrand klingt nach Saufurlaub, aber sie sagt nichts. Das war nicht typisch für Lars, ganz und gar nicht. Gesagt, er war eher so der Mensch, der sich in der Natur entspannt hat, der Sporturlaub gemacht hat, wie zum Beispiel eben einen Tauchurlaub oder gewandert ist. Lars Mittank und die anderen 5 haben sich in Warna im Hotel Viva Club eingebucht. Einem gelben Klotz mit riesigem Pool. 550 Euro pro Person, all inclusive. Also ein ganz typischer Bulgarien-Goldstrand-Saufurlaub wie Mallorca. Ne? Bulgarien geht da in die gleiche Richtung mittlerweile, oder das heißt mittlerweile 2014 ja auch schon, mit Freunden. Als Junge kann man, als Mann kann man das mal machen und ich meine, wie gesagt, da ist einer abgesprungen und dann hat er halt gesagt, okay, es wäre sonst nicht das gewesen, was er so von sich aus gebucht hätte. Ja. Oft stolpern sie erst morgens in ihr Doppelzimmer, betrunken und erschöpft und aufgedreht von den Partys, die am Goldstrand wild sind, laut und rauschend. Eine Sperrstunde gibt es nicht, aber den Bierkönig Bulgaria und das Bonkers, das Alama und das Roxy, den PR-Club und noch mehr. Jürgen Drews und Mickey Krause heißen die Helden der Meile. Und vor der Küste ankern grelle Partyboote, schaukeln im Bass. Der Ballermann des Balkans, so nennen alle den Goldstrand, hält seine billigen Versprechen. Genau. Günstig und mittlerweile eben Mallorca 2.0. Und vor der Kühe, genau. Trotzdem schafft es Mittank manchmal schon am Vormittag, wenn die Freundin noch ihren Rausch ausschlafen ist, noch nicht 40 Grad hat, runter ans Wasser, in Badehose und Karohemd, Flipflops und Strohhut, um mit Abiturienten, die auch hier urlauben, Fußball zu spielen. Also da hat er auch für sich diesen Partyurlaub, diesen Saufurlaub so ein bisschen angepasst und das gemacht, was er eben auch gern macht und ist dann allein runter zum Strand, um eben mit anderen, die auch schon vormittags wach sind, wir reden jetzt nicht von frühmorgens, ne? Fußball zu spielen.
Also auch da ist er sich treu geblieben. Und das ist eigentlich ja, ganz normal bisher. Sie werden ihn als netten, lockeren Typen beschreiben. In einer dieser Nächte, die im Nachhinein fast nicht mehr auseinanderzuhalten sind, aber dann doch kleinlich auseinandergehalten werden müssen, um Bewiesenes vom Vermutetem, Wahrheit von Täuschung zu trennen. Ja, es ist halt das Problem, wenn du sagst, so ein Wochenende oder eine Woche, also ich war früher auch mal so ein langes Wochenende mit einer Freundin in Mallorca und da geht es einfach nur um das. Da wird gefeiert, getrunken und du weißt nicht mehr, ob das ist, ob du Mickey Krause montags oder donnerstags gesehen hast oder ob du, ja, also das verschwimmt so ineinander. Ne? Nur in diesem Fall muss halt ganz klar dieser Tag von den anderen getrennt werden. Die Ereignisse müssen in der Reihenfolge gebracht werden. Also gerät Mittag nahe McDonald's in eine Schlägerei. Sie sind aus einer Bar gestolpert. Die Freunde kaufen Burger und kriegen nicht mit, nichts mit. Ihnen erzählt er später von seiner Vermutung, das seien wohl Russen oder Bulgaren gewesen, die ihn für Handgeld abgepasst hätten. Beauftragt von den Bayern-Fans womöglich, mit denen er, der Werder-Fan, im Trikot zumal früher in der Nacht aneinander geraten war. Genau, die sind ist mit Bayern-Fans aneinander geraten in einer Kneipe. Da waren wohl, das ist irgendwie irrelevant, aber es wird überall immer erzählt, darum erzähle ich es auch. Da waren wohl zu der WM eben halt Landesfleckchen. Und jeder hat so in seinen Drinks so sein Landesfleckchen bekommen und an den Tischen. Und Lars hat sich einen Spaß gemacht und hat eben diese Flaggen ausgetauscht. Ja, also er hat von jetzt, ne, dass ich Italien mit Spanien vertauscht und so. Und das fanden die wohl nicht ganz so lustig. Und dann hat er auch noch ein Werder Bremen Trikot an. Und da hat man sich im betrunkenen Zustand ein bisschen in die Haare gekriegt, aber wohl nicht zu doll. War also alles gut, als sie die Kneipe verließen. Ja, hier steht's ja auch noch. Ha. Mittag hatte die Länderfähnchen der Tische. Es ist der WM vertauscht. Ein Spaß sollte es sein. Aber alles gut. Waren nur Ohrfeigen. Keine große Sache. Sowas passiert hier andauernd. Der Urlaub trudelt aus. Also, wie gesagt, es gab dann diesen Überfall oder Übergriff, von dem er seinen Freunden erzählt hat. Man muss dazu auch sagen, dieser McDonald's ist kein McDonald's, der wirklich so wie wir ihn kennen, sondern es ist eher so wie eine Pommesbude. Also es ist ein McDonald's, aber es ist eher so. Du kannst nur was holen und mitnehmen, du kannst dich da nicht reinsetzen oder so. Es ist relativ klein am Strand, auf dem Heimweg. Und er wollte halt auch nichts essen. Es heißt auch in manchen Berichten, dass er den ganzen Urlaub über sehr, sehr wenig gegessen hat. Aber wie gesagt, ob das da mit dem, was da passiert, was zu tun hat, man weiß es nicht. Bis hier hat er sich ja ganz, ganz normal benommen. Und wie gesagt, erzählt dann seinen Freunden eben am nächsten Tag, dass es hier einen Übergriff gab und dass er glaubt, dass das Russen oder Bulgaren waren und dass er glaubt, dass die wohl eben bezahlt wurden von den Bayern-Fans. Möglicherweise. Man weiß es nicht. Und er hätte halt ein paar Ohrfeigen von denen einkassiert. Ansonsten geht's ihm gut. Am Tag des Abflugs dann aber, es ist der 7. Juli, klagt Lars Mittank über Schmerzen im linken Ohr. Das Verschwinden. Also, jetzt aufgepasst. Die erste SMS kommt um 3:06 Uhr in der Nacht bei seiner Mutter an. Cefzil 500, was ist das? 9 Minuten später eine zweite SMS, dieselbe Frage. Zuvor hatte Lars auch schon angerufen. Flüsternd sagte er, er liege in einem Versteck, erhöht, könnte fallen. Er fürchte, 4 Männer hätten ihn verfolgt. Dann legt er wieder auf. Sandra Mittag ruft nicht zurück. Sie glaubt ihm natürlich, glaubt sie ihm. Und kein Handyklingeln soll den Sohn in seinem Versteck verraten. Der Schlaf ist für die Mutter jetzt nicht mehr zu denken. Sie bucht Lars einen neuen Flug für den Nachmittag. Von Warna nach Hamburg. Die Stille zu Hause wirkt plötzlich wie ein Hohn. Sie fragt sich zum ersten und nicht zum letzten Mal, wo ist er da reingeraten? Wie hatte es so weit kommen können? Springen wir ein bisschen zurück. Am Abflugtag ist Lars Mittag mit einem Kumpel zum Allgemeinarzt gefahren, wegen der Ohrenschmerzen, ne, die wir von denen wir vorhin gehört haben.
Er fürchtet um seinen Job, für den er ein gutes Gehör braucht. Der Arzt diagnostiziert einen Trommelfellriss und überweist ihn ins Krankenhaus, St. Anna. Trommelfellriss ist nicht lustig. Wenn Malas taucht, dann weiß er das auch. Ne? Und ahnt, was der Arzt ihm sagen wird. Die Freunde bieten ihm an, bei ihm zu bleiben. Mittag wiegelt ab, er kommt schon zurecht, habe eine Auslandskrankenversicherung und als die anderen zum Flughafen shutteln, fährt er zum Samtgepäck ins Krankenhaus. Das finde ich schon mal komisch. Okay, da wird er gesagt, nee, fahrt und ist okay. Man hat ja auch Jobs zu Hause, die müssen ja alle wieder an die Arbeit und so. Aber ich hätte tatsächlich einen Freund gebeten, da zu bleiben. Weil man weiß nie. Ne? Ja. Wie weit man das den Freunden jetzt ankreiden kann, dass da was passiert ist. Also, wenn er gesagt hat, fahrt schon. Ne? Ja. Ist die Frage. Dort teilt sich die Geschichte erstmal auf in zwei verschiedene Varianten ihrer selbst, die sich aus dem ergeben, was Zeugen gesehen haben oder gesehen haben wollen, gesagt haben oder gesagt haben wollen. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt im Krankenhaus wird angeben, er habe den Trommelfellriss bestätigt und dem Deutschen eine OP mit stationärem Aufenthalt nahegelegt. Lars habe aber in Deutschland operiert werden und nur das Antibiotikum bekommen wollen. Seiner Mutter erzählt Lars nach dem Krankenhausbesuch am Telefon, der Arzt habe ihn nicht ernst genommen und auch noch eine Rechnung über 120 Lever, etwa 60 Euro, ausgestellt. Ist die Frage, lügt der Arzt jetzt? Oder hat Lars jetzt das gesagt, um seine Mutter nicht zu beunruhigen, weil er wusste, dass sie ihm vielleicht dazu redet, da zu bleiben? Ne? Also in solchen Fällen kann man aber auch immer seine Auslandskrankenversicherung anrufen und fragen, was man jetzt am besten machen soll oder ob man vielleicht tatsächlich sogar speziell transportiert werden kann. Lars Mittag lässt sich zu zwei Apotheken bringen, um Sevcil 500 zu holen. Das Antibiotikum, das er später in seinem SMS nicht mehr zu kennen scheint. Wir erinnern uns, ne? Haben wir gerade gehört, dass er bei seiner Mutter angerufen hat, nachts um 3. Dann fährt der Taxifahrer, vielleicht weil er mit dem Inhaber eine Abmachung hat, vielleicht weil wirklich keine anderen Zimmer frei sind, ins Hotel Color. Dieses Hotel spielt gleich auch noch eine sehr ausschlaggebende Rolle. Eine günstige Unterkunft in der Seitengasse in einem dieser Viertel, vor denen Reiseführer für gewöhnlich warnen. Genau. Wenn ihr mal eingebt bei YouTube Hotel Color, dann seht ihr auch Berichte und sind auch Reporter mal hingefahren, haben das wirklich mal getestet, wie dieses Hotel ist, hat einer mal drin übernachtet und es hat wirklich einen schlechten Ruf und zwar auch, weil da krumme Geschäfte stattfinden und also es ist sehr, sehr dubios, dieses Hotel, sehr dubios. Nicht nur günstig und ja, okay, muss man jetzt nicht so lange bleiben, ne? Nicht so sauber oder so, sondern tatsächlich dubios. Dünn sind die Wände, dubios die Menschen, die dahinter verkehren. An der Rezeption kann man Gras, Pillen und Prostituierte bestellen, ne? Wie ich gerade sagte. Nicht ganz koscher, das Ganze. Aber es ist gesagt, es kann halt sein, dass der Taxifahrer da Geld für gekriegt hat. Das werden wir nie erfahren, ne? Dass er eben Touristen, die nicht wissen, wohin, eben dahin fährt. Man weiß es nicht. Das ist aber alles möglich. Hört Mittank hier von Dingen, die er besser nicht gehört hätte? Ist da was passiert? Das ist was, was nachher auch zu einer Theorie wird, auf jeden Fall. Jedenfalls ruft er am Abend seine Mutter an. Erzählt von der Schlägerei, den Schmerzen im Krankenhaus, davon, dass die anderen weg sind und dass sie bitte seine Kreditkarte sperren möge. Der Rezeptionist habe die kopiert, das sei ihm komisch vorgekommen. Ist eigentlich ganz normal, aber wenn ihm das Hotel schon komisch vorkommt, ja, und das ist auch ganz logische Schlussfolgerung irgendwo. Ja, das finde ich irgendwo logisch.
Die Mutter meldet den Fall bei der Auslandskrankenversicherung an, fragt bei der Bank nach und bucht Lars vorsichtshalber für den nächsten Tag eine Busverbindung nach Deutschland als Alternative. Das ist natürlich die sicherste Alternative. Mit einem Trommelfellriss würde ich nicht fliegen. Das sind Schmerzen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn dann der Druck dazu kommt. Aber von Bulgarien kann man ja auch mit dem Bus fahren. Und das wäre halt die logischste Schlussgefolgerung gewesen, wenn man sagt, okay, man möchte sich nicht in Bulgarien operieren lassen, mit dem Fernbus einfach nach Hause zu fahren und dann da tatsächlich sich direkt ins Krankenhaus zu begeben. Aha. Also im Moment auch für die Mutter noch kein Grund zur Panik eigentlich. Und ihr seht, die Mutter hat sich auch total gekümmert, ne? Also sofort reagiert und eben für den nächsten Tag auch eine Busverbindung nach Deutschland gebucht. Als Alternative, falls der Flug unfähig sein sollte, genau. Dann rät sie ihm ein wenig zu schlafen. Er legt auf und wirft wohl Antibiotika ein. Jedenfalls werden, wie wir gerade gehört haben, mit dieses CFC 500, jedenfalls werden später in der Zellophanpackung Tabletten fehlen. Dann noch ein Anruf. Etwas stimmt mit dem Hotel nicht. Fühlt er sich beschattet? Wird ihm nachgestellt? Oder sind es die Umstände seiner Verletzung, die ihn nicht mehr klar denken lassen? Die Nachwehen der durchzechten Nächte, der Stress der geplatzten Rückreise, die Nebenwirkungen des Zerziels. Klar, nach so einer Partyreise bist du auch echt kaputt, da bist du durch. Er flüstert, ich muss hier raus. Dieses Hotel scheint sehr, sehr, sehr hellhörig zu sein. Also, wie gesagt, diese Reporter, die das mal getestet haben, sagt ja, du hörst im fünften Stock noch unten, was in der Rezeption geredet wird. Du hörst die Zimmernachbarn, du hörst alles. Wenn man dann so kaputt ist und je nachdem, wie gesagt, Nebenwirkungen dieses Ziels hat man auch spekuliert, ist halt die Frage, ob man das für Stimmen im Kopf hält dann oder ob man da tatsächlich, vielleicht hat er auch tatsächlich Dinge gehört, der nicht hören hätte sollen. Vielleicht ist tatsächlich was passiert. Und er hat das mitbekommen. Dann nichts mehr. Dann Stunden später die beiden SMS, von denen wir gehört haben, eben diese SMS, nachts um 3, was CFC 500 ist und das zweimal, ne, diese Frage zweimal. Und der Anruf, in dem er sagt, er habe sich versteckt. Dieser Anruf, er liege in einem erhöhten Versteck und könnte fallen und er fürchte, vier Männer hätten ihn verfolgt. Ist halt eben die Frage, ne? Ist er aus dem Hotel geflüchtet, hat er tatsächlich irgendwas gehört, ist da was passiert? Was hat er sich das nur eingebildet, dass ihn jemand verfolgt oder ist es wirklich passiert? Hat er das Hotel bereits verlassen. Er gibt viele Wochen danach die Funkzellenauswertung, mit der sein Weg durch die Nacht konstruiert wird. Genau, also Handydaten sind super in dem Fall. Gegen 5 Uhr Ortszeit ließ ein Taxi den winkenden Deutschen vom Bordstein auf. Das gelbe T-Shirt im Straßenlaternenschein gut sichtbar, die Adidas-Sporttasche an sich gepresst. Eigentlich soll er nur ein kurzes Stück chauffiert werden. Immerhin sitzt bereits eine bulgarische Sozialarbeiterin auf der Rückbank. Die bestätigt das auch nachher. Das ist halt tatsächlich das Gute, dass hier nicht nur die Aussage des Taxifahrers, sondern dass die Sozialarbeiterin halt bestätigen kann, dass Lars mit in dieses Taxi eingestiegen ist, beziehungsweise nur, dass sie ihn aufgelesen haben. Aber Mittag wirkt auf die beiden gehetzt, verkrampft, immer wieder, wenn sie verkrampft immer wieder, wenn sie ärmliche Viertel passieren. Also irgendwas ist da, für irgendwas hat er wahnsinnige Angst. Also fahren sie ihn bis zum Airport. Das ist ja sehr nett. Gegen 6 Uhr steigt Mittag aus. Wieder meldet er sich bei seiner Mutter, die nach dem vorherigen verstörenden Anruf nicht gewagt hatte, zurückzurufen. Das Gespräch dauert nur kurz, sein Akku ist fast leer. Das neue Smartphone hat mit Mittag in Deutschland gelassen. Für diesen Feierurlaub vorsichtshalber nur ein uraltes Handy eingepackt. Er habe es geschafft, berichtet er ihr. Aber er sei erleichtert, dreckig allerdings auch. Er möchte sich frisch machen. Also auch da, okay, ich habe es geschafft. Ich bin am Flughafen, erleichtert. Aber halt eben immer noch mit allen Sinnen beisammen sozusagen. Ne? Dann will er, das ist ein Vorschlag seiner Mutter, ein guter, wie er findet, den Flughafenarzt aufsuchen.
Die Schrecknisse der Nacht, welcher Art auch immer sie gewesen sein mögen, verblassen beinahe. Lars sagt auch fast beiläufig, sie lassen mich weder fliegen noch fahren. Wer ist sie? Wer ist sie? Wer lässt ihn nicht fliegen oder fahren? Er bittet sie, Geld per Western Union zu überweisen. Also mit Western Union kann man super schnell Geld anweisen. Das kann man hier in Deutschland auf der Western Union Homepage anweisen und dann kann derjenige es in dem entsprechenden Land, zum Beispiel in Australien, kannte ich das, da kann man das zum Beispiel von der Post an abholen. Direkt. Ne? Man kriegt dann so einen Beleg und eine Nummer und damit kann man das direkt abholen. Das ist also der sicherste und schnellste Weg, um jemanden ins Ausland Geld zu schicken. Kostet ein bisschen Gebühren, aber in Notfällen ist das ideal. Ein Mann, den Mittank im Terminal getroffen hat, souffliert beiden das Verfahren aus dem Hintergrund. Also, Mittank sagt, dass er eben dieses mit Western Union von einem wartenden Mann hat. Also nicht so, dass jetzt da jemand ist, der ihn bedroht oder so, sondern er sagt, er hatte jemanden getroffen, der ihm diese Idee gesagt hat und der ihm erklärt hat, dass das mit Western Union funktioniert. Und der steht wohl bei diesem Telefonat neben ihm und sagt ihm, wie das funktioniert. Das ist seine Erklärung an die Mutter. Ob das jetzt wirklich so war oder nicht, ist ja eine Frage. Es ist das letzte Gespräch, das die Mutter mit ihrem Sohn führt. Er war unruhig, weil er nicht geschlafen hatte, aber ansonsten klar. Er war nicht gaga, erinnert sich Sandra Mittag 7 Jahre später. In den Morgenstunden des 8. Juli 2014 deponiert sie 500 Euro. Das Geld wird niemals abgehoben. Auch das, weil wenn ihn da jemand erpresst hat oder irgendwas anderes, dann werden diese 500 Euro ja abgeholt worden. Und vor allen Dingen, warum 500 Euro? Warum 500 Euro? Das ist ja tatsächlich ein größerer Betrag. Ne? Aber wie gesagt, es wird nie abgeholt. Auf den Videos der Sicherheitskameras kann man sehen, wie Mittank in der Wartehalle umherläuft. Das sind Videos, die man hat, ne, aus der Wartehalle des Flughafens. Und das wird nachher noch wichtig. Nach diesen Videos kann man nämlich sehen, was dann passiert ist und auch die letzten Augenblicke, die man von ihm noch sieht. Er isst einen Snack und fragt sich dann zum Flughafenarzt durch. Im Arztzimmer dieses Dr. Kostov gibt es keine Kameras. Der Eingang liegt außerdem im toten Winkel. Um 10.08 Uhr erfassen die Kameras Lars Mittank erneut. Er sprintet aus der Richtung des Arztzimmers ins Bild. Er rennt durch den Terminal zum Ausgang. Sein Gepäck hat er zurückgelassen. Er wird langsamer, trabt durch die Schiebetür auf den Vorplatz, greift sich an die Gesäßtasche, guckt um sich. Rechts liegt Warner. Da kommt er her, er läuft nach links, vorbei an zwei Polizeiautos, an einem Bus, an dem Sandberg, der von der letzten Sanierung übrig geblieben ist, über die fast leeren Parkplätze. Er läuft auf den Stacheldrahtzaun zu, der das Gelände umfasst. Dahinter ein Sonnenblumenfeld. Die Autobahn nach Sofia. Ganz hinten ein flacher Wald und eine Bergkette mit Häusern. Wie Spielzeuge an die Hänge geklebt. Das gelbe T-Shirt wird kleiner, immer kleiner. Zeugen beobachten, wie der Deutsche den Zaun mehr als 2 Meter hoch überklettert. Dann ist Lars Mittank weg. Genau das. Er verschwindet. Also es gibt andere Videos auf YouTube, wo ihr euch diese Videoaufnahmen angucken könnt. Wie er also mit seiner Tasche und dem Rucksack eigentlich sehr ruhig in die Richtung des Arztzimmers geht. Wie gesagt, der Eingang des Arztzimmers ist im toten Winkel leider. Und wie er dann ohne sein Gepäck wirklich panisch wieder raussprintet und dann auch die Bilder vom Vorplatz und relativ weit weg eben auch wie er über diesen Zaun klettert. Völlig dubios. Völlig dubios. Suche. Kann man jemanden so sehr vermissen wie eine Mutter ihr Kind? Manchmal sprengt dieses Vermissen die Brust, wie das Verlangen nach Luft unter Wasser. Und muss man dann nicht versuchen, was man nur versuchen kann als Mutter, um das eigene Kind zu finden? Hat man nicht fast schon die mütterliche Pflicht, jeden Hinweis zu prüfen, jede Spur abzugehen? Alles, alles zu tun und sei es nur, um nicht nichts zu tun. Sandra Mittank sagt, sie habe sofort gespürt, dass etwas passiert sei. Sie erreicht Lars nicht mehr, wählt verschiedene Nummern des Flughafens, aber niemand kann oder will ihr helfen.
Schließlich verständigt sie das Konsulat. Ja, das Ganze, was man dann tun kann, ne? Im Kraftwerk in Wilhelmshaven findet wenige Tage später ein sogenannter Krisenstabsübung statt. Auf einmal informiert der Chef, Lars sei verschwunden. Das Team denkt erst, die Meldung gehöre zur Übung. Einer antwortet, Kollege Mittank habe heute keinen Dienst, seitdem noch nicht vermisst. Im Sinne der theoretischen Schadenslage. Nur langsam dringt durch, dass dieser Notfall echt ist. Die Kraftwerker beraten und entscheiden spontan, eine Seite bei Facebook einzurichten. Ein Aufruf im großen sozialen Netzwerk, im größten sozialen Netzwerk der Welt. Findet Lars Mittank. Die Seite gibt es immer noch. Also auch da könnt ihr euch Informationen holen. Schnell greifen bekannte Medien die Suche auf. Damit wird aus dem Mahner, der einer von tausenden Vermissten hätte bleiben können, binnen Tage eine Internetberühmtheit. Spekulieren unter den Fotos von Lars Mittank, längst nicht mehr nur Deutsche. Bald kursiert auch das Video der Überwachungskameras. Auf YouTube gilt Mittank als The World Most Famous Missing Person, was nicht mehr übertrieben scheint. Es gibt super, super viele YouTube-Videos dazu. Es gibt sehr viele, es gibt eine Dokumentation, die gedreht wurde. Ich verlinke euch unten ein paar gute Videos dazu von YouTubern, die auch tatsächlich teilweise mit der Mutter gesprochen haben, um da eben keine falschen Dinge rauszubringen, weil es gibt sehr viel Spekulation. Zeitgleich setzt eine bizarre Dynamik ein. Je weniger das Verschwinden zu erklären ist, desto mehr Erklärungen finden die Menschen dafür. Ja, umso mysteriöser, umso mehr Theorien kommen auf. Ne? Und Sandra Mittern klammert sich an ihr Telefon und kann doch kaum fassen, was gerade passiert. Es ist doch Lars, ihr Lars, den sie kennt, wie niemand sonst. Und jetzt rätselt die ganze Welt mit. Immer wieder klingelt es. Jeder will was von ihr. Aber fragt mal jemand, was sie will. Seine Kollegen haben so schnell reagiert und doch auch, das auch erst mal übernommen. Es wurde sogar ein Spendenkonto eingerichtet, was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber alle haben mir immer gesagt, du musst das machen, du musst das machen. Ich konnte die Ausnahmen, die das nimmt, Ausmaße, die das nimmt, überhaupt nicht abschätzen. Ich war in einem ganz anderen Zustand. Ich habe mich auf die Suche fokussiert, erklärt sie heute. Irgendwann nimmt sie sich einen Zettel und schreibt ein Gedächtnisprotokoll jener Nacht. Und der Stunden danach. Sie fürchtet sich sonst nicht mehr genau erinnern zu können. Und sie will ihre Wahrheit festhalten, schwarz auf weiß. Will, was passiert ist, schützen vor dem, was passiert sein könnte. Trennen, was sie weiß, von dem, was all die anderen zu wissen glauben. Lars Kollegen rufen an. Ich brauche einen Detektiv da unten, sagt die Mutter. Ja, also da tatsächlich, umso mehr Theorien aufkommen, umso mehr muss man darauf achten, das tatsächlich passierte. Mit den Vermutungen. Nicht zu sehr zu vermischen. Natürlich kann man damit arbeiten und Theorien dann aufstellen, aber man muss trotzdem immer noch definieren können, was ist Tatsache, was ist belegt. Von der deutschen Polizei ist sie schnell, wenige Tage sind erst vergangen, enttäuscht. Weil ihr Sohn Mahner ist, fällt die Vermisstensache dem winzigen Polizeirevier in Brunsbüttel zu. Na, groß, herzlichen Glückwunsch. Also, die sind da natürlich super mit überfordert, ne? Mit dem Fall Mittank, der bereits seine Kreise zieht, sind die Beamten offenbar hoffnungslos überfordert, auch weil er in Bulgarien spielt. Hier im norddeutschen Tiefland ist Bulgarien weit weg. Man müsse einen Amtshilfeersuch bei den ausländischen Kollegen stellen, sagte man ihr. Das könne dauern, Wochen wohl. Tatsächlich ermitteln die bulgarischen Behörden längst, auch Interpol nimmt den Fall bald auf. Das Auswärtige Amt hört sich um, aber die Ergebnisse dringen nicht zur Mutter durch. Sie will einen eigenen Mann in Warna. Das kann ich verstehen. Im Internet finden die Kraftwerker Markus Roller aus Bayern. Die Homepage sieht gut aus. Außerdem wirbt er mit einer internationalen Erfahrung, modernster Technik, neuesten Ermittlungsmethoden. Eine Lokalzeitung hat ihn mal den James Bond seiner Heimatregion bezeichnet. Aber Markus Roller ist, wie sich alsbald herausstellen wird, dann wohl doch nur Markus Roller. Ein drahtiger Mann mit weichem Haaransatz, Schnauzer, Bauchtasche und bayerischem Akzent. Der stand gerne im Mittelpunkt, das kann man schon so sagen, findet Sandra Mittank im Nachhinein. Eine Woche nach dem Verschwinden reist Roller erstmals nach Bulgarien und fragt herum, hält die bangende Mutter dabei aber kaum auf dem Laufenden. Er gibt Fernsehsendern auch dauernde Interviews, nimmt Kameraleute mit auf seine Erkundung. Irgendwann, so erzählte Sandra Mittank, habe er ihr vorgeschlagen, sie könne doch ihr Haus als finanziellen Pfand einbringen, um ihn auch weiterhin zu beschäftigen.
In den ersten Wochen der Suche hat sie immer eine Tasche griffbereit mit frischer Kleidung von Lars. Mit dem Rasierapparat wäre er gefunden worden. Sie hätte die Tasche gegriffen, von einer Sekunde auf die nächste, wäre losgestürmt. Irgendwann legt sie die Kleider zurück in den Schrank. Sie weiß gar nicht mehr genau, wann. Im Oktober, gut 2 Monate nach Lars Verschwinden, übernimmt derweil für die deutschen Behörden Kriminalhauptkommissar Markus Klein von der Bezirkskriminalinspektion Inzehoe den Fall. In Brunsbüttel haben sie erkannt, dass die Suche zu groß für sie ist. Na, echt jetzt? Doch mittlerweile ist wichtige Zeit verstrichen. Die ersten Wochen, in denen sich Zeugen noch konkret erinnern können und Spuren noch ausgetreten wurden, sind dahin. Genau das ist nämlich der Punkt. Erinnerungen verschwimmen ja auch, ne, und vermischen sich mit dem, was man so hört. Mit den Gerüchten dann auch. Und ach, habe ich das doch wirklich gesehen? Nee, es könnte doch so gewesen sein. Und das ist echt traurig und schwierig. Gerade über so eine Distanz, so gerade Bulgarien. Je nachdem, was er da verstrickt war. Ja, also da mit Geld schon einiges machen, ne? Und mit Bestechung und so. Klein fliegt trotzdem für eine Woche nach Varna. Vor Ort beugt er sich über die Ermittlungen der Bulgarier. Erzählt seinerseits, was er schon weiß. Und nichts deutet darauf hin, dass sich Mittag absetzen will. Wollte, dass er eine Flucht geplant haben könnte. Die Idee verwerfen die Beamten gleich zu Beginn. Ja, 500 € sind definitiv zu wenig. Hätte er die Kreditkarte nicht sperren lassen, sein Gepäck nicht da gelassen, das ist ja Blödsinn. Aber ansonsten bezeugen alle, wie freundlich, hilfsbereit, engagiert er war. Einer, auf den man sich verlassen konnte. Vom Joggen brachte Mittag stets Dosen und Flaschen mit, die er am Wegrand aufgelesen hatte. Lars fand es blöd, wenn Leute ihren Müll in der Natur entsorgten. Er erinnert andere auch daran, dass in der Sonne liegendes Glas einen Waldbrand auslösen kann. Die Freunde, die mit ihm in Varna waren, wussten nur noch hinzuzufügen, Lars habe an allen Tagen des Urlaubs extrem wenig gegessen, wenig Appetit gehabt. Das ist, was ich vorhin sagte. Oft nur eine Suppe, ein Salat, mitunter nicht mal das. Sie hatte das gewundert, ist dann aber auf die Hitze geschoben. Also, das kann schon sein, ne? Dass man weniger isst, tue ich auch eigentlich. Vorerkrankungen waren keine bekannt. Mit Drogen hatte Mittag nichts zu tun, sagten die, die ihn kennen. Klein erfährt, dass die Bulgaren Mittags Spur am Tag von nach dessen Verschwinden mit Hunden bis zur A2 verfolgt haben. Also er muss, nachdem er den Zaun geklettert sein, durch dieses Sonnenblumenfeld tatsächlich in Richtung A2 gelaufen sein. Erst dort verloren sie sich. Vielleicht hat er da gewunken und sich von irgendjemandem auflesen lassen. Das würde bedeuten, dass er den Zaun einigermaßen schadlos überklettert und das Sonnenblumenfeld durchquert hätte. Der Stacheldraht ist an vielen Stellen überwuchert und für einen sportlichen Mann kein unüberwindbares Hindernis. Ein Unfall als Fußgänger auf der Autobahn wird durchgespielt. Das Gelände links und rechts der Fahrbahn durchkämmt ohne Ergebnisse. Falls er darauf gerannt ist und dann, ne, überfahren werden sollte, aber da finden sie nichts. Der Flughafenarzt gibt an, Mittag habe sich nervös die Hände gerieben und kein Vertrauen gehabt, als er etwas gegen die Schmerzen im Ohr unternehmen wolle. Nur Tropfen habe sich der Deutsche verabreichen lassen. Tropfen bei einem Trommelfellriss? Nee, eher nicht. Das sollte man nicht tun, deshalb ist das sehr komisch. Dr. Kostwo will nicht ausschließen, dass Lars unter Drogen stand. Die müsste mir jemand verabreicht haben. Oder eben dieses Cecil 500 hat eben krasse Nebenwirkungen. Kann ja sein. Manche Medikamente können ja Halluzinationen auslösen. Dazu noch eben dieses sehr hellhörige Hotel. An der Tasche, die im Arztzimmer verblieb, werden keine Substanzrückstände gefunden. Plötzlich getürmt sei er dann, als jemand in Uniform das Arztzimmer betrat. Ich weiß nicht, wen er zu erkennen glaubte, als er den Mann sah, sagte Dr. Kostfuhr. Änderte die Aussage über die Woche aber mehrfach. Erst soll der uniformierte ein Angestellter der Airline gewesen sein. Dann habe er zum Flughafenpersonal gehört. Später erklärt der Doktor den Mann nicht erkannt, gekannt zu haben. Das ist halt echt subjekt. Das ist subjekt. Das ist echt suspekt. Er muss doch wissen, wer da sein Arztzimmer betreten hat. Ich meine, der Junge rennt raus, da muss er doch mit dem, der da das Arztzimmer betreten hat, kurz zumindest mal so, was war das denn jetzt, gewechselt haben oder so. Also, das glaube ich nicht. Und dann ändern sich auch noch diese Aussagen. Das ist echt komisch. Sehr, sehr komisch.
Es gibt auch einen Versuch, ein YouTuber hat einen Versuch gemacht und da auch immer zum Arzt gegangen und die sind auch bestechlich. Also die wollen dann auch Geld haben und vorher lassen sie nicht gehen oder lassen sie nicht fliegen oder so. Und das kann natürlich sein, dass da nochmal Bestechung mit im Spiel war, ne, dass er Geld haben wollte und dass der andere als Verstärkung reinkam. Oder tatsächlich, dass Lars wirklich was gehört hat von einer bulgarischen Mafia, wenn es sowas gibt oder sowas in diesem Hotel, was er nicht hätte hören sollen und dass die Verfolger aus der Nacht dann halt in den Flughafen gegangen sind, weil da die Beziehungen auch da sind und dann eben da einer von ihm im Arztzimmer aufgetaucht ist und der Arzt ihn bestochen wurde, nichts zu sagen. Das ist so eine Theorie, die ich verfolge, aber können wir nachher nochmal drüber reden. Wo ist es denn? Klein findet einen Koffereinpacker im Airport, von dem er annimmt, dass dies der Mann sein muss, der Lars den Geldtransfer über Western Union erklärte. Der Koffereinpacker erinnert sich noch genau an den Deutschen. Er weiß, dass Mittag seither vermisst wird. Bevor Mittag sich zu Dr. Kostro durchfragte, trank er einen Energy Drink im Außenbereich des Terminals. Das ergeben Befragung und er erhielt von seiner Airline die Flugerlaubnis, wenngleich nur auf eigene Gefahr. Musste die Risikoübernahme gar schriftlich quittieren. Das hat er noch gemacht. Wieso aber hatte er der Mutter erzählt, man lasse ihn nicht fliegen und nicht fahren? Das ist halt die andere Frage. Ne? Wobei er das getan hat, bevor er den Flughafen reingegangen ist. Also das ist seiner Mutter zu erzählen. Das ist echt komisch. Die Sozialarbeiterin und der Taxifahrer, die Mittank am Flughafen absetzten, haben gegenüber Roller ausgesagt, Mittank habe stark geweitete Pupillen gehabt. Der Taxifahrer, der ihn zum Hotel Color gefahren hat, bezeugt, Mittank habe sich nach dem Ausstieg noch bei einem Kiosk auf der gegenüberliegenden Straßenseite etwas zu trinken holen wollen. Sei aber auf halbem Weg umgedreht, als er einiger Bulgaren gewahr wurde, die da vorher rumlungerten. Im Hotel Color weiß der Rezeptionist noch, dass Mittag ihn bar bezahlt hat. Wenn er ihn bar bezahlt hat, frage ich mich, warum die angeblich seine Kreditkarte kopieren wollten. Das ist auch komisch. Auf der Hinfahrt hatte er 200 Lever abgehoben, zeigen Kontoauszüge. Am Morgen der geplanten Rückreise mit den Freunden schrieb er noch gewissenhaft Postkarten. Allerdings kam bei seiner Mutter, Freunden oder Verwandten keine von ihnen je an. Okay. Dazu die Funkzellenauswertung, die Befragung von Hotel- und Strandgästen, von Kellnern und Türstehern. Dazu die ersten vermeintlichen Sichtungen, die sie prüfen. Die Hinweise und Anrufe in einem fort. Klein und die Bulgaren haben nicht wenig zu tun. Stück für Stück setzen sie Mittagsurlaub zusammen wie ein großes Puzzle und müssen doch immer wieder feststellen, dass Teile fehlen. So sind weder die Männer, die ihn geohrfeigt haben, noch die vier angeblichen Verfolger aus der Schreckensnacht aufzufinden. Niemand weiß, wo sich das erhöhte Versteck befunden haben mag, aus dem er seine Mutter anrief. Das Hotel Color erweist sich zwar durchaus als billige Herberge, ist aber nicht als Treffpunkt der bulgarischen Unterwelt bekannt. Völlig unklar bleibt auch, was Mittag im Hotel Color gemacht und erlebt hat, ehe er floh. Am Flughafen wurden die Reisetaschen, der Rucksack und das Telefon gesichert. Nur Portemonnaie und Pass hatte Mittag wohl noch dabei, als er floh. Das war vielleicht auch dieser Griff hinten an die Tasche. Aber warum hat er das Geld der Mutter dann nicht irgendwann abgeholt? Das kann man von jedem Post machen oder an vielen Orten. Das ist halt auch die Frage. Die Tasche wird seiner Mutter übergeben. Diese ist selbst nach Bulgarien geflogen, um die Wege, die ihr Sohn zuvor gemacht hat, noch einmal nachzugehen. Auf diese Weise kann sie sich ihm nochmal nahe fühlen, nun da er mit jeder Woche weiter zu entschwinden scheint. Gepackt ist die Tasche akkurat, so wie es ihres Sohns Art war. Er hatte alle Belege aus Restaurants, Hotels, Apotheken und Taxi in einer Folie aufbewahrt. Allerdings fehlte das Chef-Ziel 500, das Medikament. Ne? Obwohl es auf der Liste steht, in der die Flughafenverwaltung die Fundsachen festgehalten hat. Also es war da. Als Sandra Mittag am nächsten Tag am Flughafen nachfragt, wird ihr erneut eine Liste vorgelegt. Und diesmal eine neue, auf der das Medikament nicht mehr zu finden ist. Aha, okay. Sie wird wütend, verlässt das Zimmer schreiend. Sandra Mittag sagt heute, am Flughafen stimmt einiges nicht. Da wurde Theater gespielt. Genau das ist das, was einem nämlich also was das hinterlässt, Geschmack, dass da Sachen vertuscht werden sollen. Die Frage ist nur, was? Rainer geht sogar noch weiter. Leute seien ausgetauscht und andere vorgeschoben worden, die gar nicht da gewesen sein konnten. Der Kommissar Klein habe falsche Zeugen präsentiert bekommen. Rainer ist der Mann, der Sandra Mittag bei ihrer immer verzweifelten Suche hilft.
Wenn man jemanden so sehr vermisst wie eine Mutter ihr Kind, ist es dann nicht normal, dass man irgendwann überfordert ist, dass einen die Trauer überwältigt und man nicht ein weiß und nicht aus. Von der Durchschlagskraft der Polizei ist die Mutter nicht überzeugt. Auch den bayerischen Privatdetektiv vertraut sie nicht mehr. Und die Aufrufe im Netz haben zwar für jede Menge Hinweise gesorgt, aber deren Auswertung und Betreuung der Seite ist aufwendig. Als sich Rainer eines Tages bei Sandra Mittag meldet, ist sehr skeptisch. Ein Fremder, der ihr beispringen will. Einfach so, aber nach einem langen Telefonat sagt sie, okay, ich alleine schaffe das nicht. Rainer wird zum Ansprechpartner und sortiert die Informationen, hilft die Aufmerksamkeit für den Fall hochzuhalten. Im Oktober 2014 wird aus Rainer noch mehr als nur das. Als der Hinweis eingeht, Lars sei in einem Discounter gesehen worden, flieht er nach Bulgarien, um die Videoaufnahmen der Filiale zu sichten. Während sie dort die Sequenzen durchgehen sehen, klingelt aber das Telefon. Es wird gedroht. Zeigt ihnen das Video bloß nicht. So erzählt es Rainer heute. Also da stimmt irgendwas ganz und gar nicht. In Varna treffen sich Sandra Mittag und Rainer zum ersten Mal persönlich. Bisher hatten sie nur telefonisch Kontakt. Ich bleibe bei dir, egal wie lange das hier dauert, schwört ihr der Mann, der in etwa so alt ist wie Lars. Und so begibt es sich also, dass der unerwartete Helfer und die Mutter, die ihren Sohn vermisst, zusammen eine kleine Wohnung beziehen, zusammen speisen, zusammen Spuren suchen. Den Detektiv Roller kündigt sie den Auftrag. Sie drucken Google Maps-Ausschnitte der Region aus und kleben sie mit Tesa an der Zimmerwand zu einer riesigen Karte zusammen, auf der sie jeden Abend die Areale markieren, die sie bei Tagen im alten gemieteten Nissan Almera abgefahren sind. Einmal stoßen sie auf einen verwahrlosten Mann, der Lars zum Verwechseln ähnlich sieht. Sandra Mittag steht direkt vor der Gestalt, die ihr Lars sein könnte, und ist sich trotzdem nicht sicher. Der Mann geht ganz krumm, ist benommen und dreckig, redet nicht. Aber er hat eine Narbe auf der Hand, dort, wo auch Lars eine Narbe hat. Sie lockt ihn mit Äpfeln und Wasser ins Auto. In der deutschen Botschaft in Sofia wird der Mann befragt, erzählt sie. Endlich ergreift er einen Stift und schreibt seinen Namen auf ein Papier. Ein bulgarischer Name, kyrillische Lettern. Es ist nicht Lars. Sandra Mittag und Rainer plakatieren Suchposter in Varna und kassieren eine Verwarnung der Stadt. Sofort abhängen, das sei für die Touristenhochburg geschäftsschädigend. Zudem sehen die Poster jenen Anzeigen, mit denen hierzulande Tote annonciert und betrauert werden, ähnlich. Und tot ist Lars Mittag ja nicht. Davon sind sie überzeugt. Die Mutter lobt 40.000 Euro aus für diejenigen, der ihr beweist, dass Lars noch lebt. Die Summe hat sie mit Rainer diskutiert. Sie soll hoch genug sein, damit Leute helfen, aber auch nicht so hoch, dass man die Falschen anlockt, die Gangsterbanden, Halbwelter. Schon lange musste Sandra Mittag nicht nur die Ungewissheit ertragen, sondern auch das Geraune des Internets, der Hobbykriminalisten, alle voran, die auf All Mystery. In dem True Crime Forum wird der vermissten Fall Lars Mittag am 16. August 2014 als Diskussion eröffnet und füllt bis heute über 1800 Seiten mit mehr als 36.000 Beiträgen. Viele davon sind konstruktiv, die meisten harmlos, manche richtig gut recherchiert. Dazwischen sind die, die Sandra Mittag ins Herz treffen. Lars habe sich umgebracht. Er sei von Straßenhunden zerfetzt worden. Vieles spreche dafür. Vor der Mutter geflohen. Oder längst schon wieder zu Hause und seither von der Mutter versteckt. Sie hätte ihn gefangen. Sie wolle nur Geld machen mit dem Spendenkonto, der Suchseite, Klicks abrufen, auf YouTube, Likes auf Instagram. Manche schreiben ihr, Lars sei bei ihnen rund untergekommen. Er hasse sie, die Mutter. Wenn seiner Mittag im Fernsehen auftritt, ernst fokussiert mit fester Stimme, heißt es im Forum, sie vermisse ihn gar nicht, sehr verdächtig. Kommen ihr während eines TV-Interviews die Tränen, lästern die Foristen, alles nur gespielt, nur Show. Also man kann es nicht recht machen, das ist echt schwierig. Es ist okay, wenn wir über solche Fälle diskutieren, es ist okay, wenn wir sowas hochhalten. Deshalb habe ich auch gesagt, mir ist das hier wichtig, dass hier die Fakten tatsächlich dargelegt werden, wie sie waren. Und keine Megatheorien. Es ist halt die Frage, was ist passiert. Und vielleicht hat ihn jemand gesehen, vielleicht kann jemand helfen, der davon noch nichts gehört hat. Und dementsprechend ist es auch wichtig, das weiterzutragen. Aber natürlich diese Spekulationen im Internet, dass sich eben Leute, die Tutor mögen, Hobbydetektive sozusagen, online darüber damit beschäftigen, ist gut, aber auch schlecht. Es hat zwei Seiten der Medaille und darum müsst ihr auch in den Kommentaren oder in solchen Diskussionen immer aufpassen. Es gibt Angehörige, es gibt Leute, die denjenigen vermissen, ihn suchen. Und bei anderen Fällen gibt es eben Leute, die um denjenigen trauern. Und daher ist es einfach nur recht und wichtig, immer respektvoll zu sein, was ich euch ja auch bitte dementsprechend.
Sandra Mittag selbst sagt, dieses Öffentliche ist nicht meins. Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Ich bin kein öffentlicher Mensch und will auch keiner sein. Im Mahne arbeitet sie nach einer kurzen Pause wieder in ihrem Job. In der öffentlichen Verwaltung, als Beraterin für Geflüchtete. Der Fall ihres Sohnes ist einer, der die Fantasie beflügelt. Wie ein riesiger Weißraum liegt all das, was man nicht weiß und vielleicht niemals wird beweisen können. Vor denen, die sich darüber beugen. Wie eine Einladung muss es auf manche wirken. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Geschichte zu Ende zu erzählen. Und dass die verschiedenen Versionen sich dabei berühren, widersprechen und ineinander verdrehen. Dass sie keinen Sinn ergeben oder zu viel, stört schon bald niemand mehr. Final bewiesen ist nichts. Alles bloß Annäherung an eine Wahrheit, die bislang niemand kennt. Wahrscheinlichkeitsberechnungen der Wirklichkeit. Vielleicht wurde Lars Mittag im Hotel Color Drogen aufgenötigt, die sein auffälliges Verhalten erklären würden. Unter Ermittelnden zieht man bis heute in Betracht, dass er eine Psychose erlitten haben könne, vielleicht mit Beeinflussung vom Stress. Vielleicht hat das Antibiotikum, das Lars eingenommen hat, für einen Kurzschluss im Kopf gesorgt, vielleicht gepaart mit dem Trommelfellriss, den er schon hatte. Arzneimittelbeschreibungen waren immerhin in seltenen Fällen, könne es bei Civil Ziff, Ziff Ziel 500 zu Halluzinationen und Verwirrtheit kommen. Es ist dies die Erklärung, an die auch seine Mutter bis heute am meisten glauben will. Dass Lars das Mittel nicht vertragen, vielleicht eine retrograde Amnesie erlitten hat. Das ist das, woran ich auch glaube, aber auch eben, dass er vielleicht tatsächlich verfolgt wurde. Weil diese Vertuschung am Flughafen ist echt eigenartig. Dass er in diesem Zustand bedroht wurde oder Bedrohung vermutet hat, wo keine waren und deshalb flüchtete. Dass er nicht mehr weiß, wo er ist, dass er vielleicht von Sinti oder Roma in einem der armen Dörfer aufgenommen wurde, wie es in Bulgarien unzählige gibt. Dass er, wenn er es über die Grenze geschafft hat, durch Europa streunt. In Mahne reden sich Freunde und Kollegen von Lars Mut zu, und sei es nur, um die Mutlosigkeit zu übertünchen. Wenn einer in der Wildnis überleben kann, dann der Lars, sagen sie. Lars, der sich mit Werkzeugen auskennt, mit wenig auskommt. Lars, der als Kind im Wald gespielt hat, der alle Pilze kennt und immer Biergrills angehimmelt hat. Diese Vasenikone aus dem Fernsehen. Lars, der die Natur liebt und die Stille. Biergrills finde ich auch übrigens mega. Einmal meldet sich ein Unbekannter bei der Familie Mittag, kurz vor Weihnachten. Lars Mittag sei in Bulgarien gesehen und kontrolliert worden. Er könne Passdurchschläge und Prüfungsvermerke besorgen. Aber er verlange dafür die Belohnung. Sandra Mittag überlegt, wie immer sind es Überlegungen im Graubereich des Vertrauens. Darauf eingehen und einen Anhaltspunkt kriegen, einen Beleg dafür, dass Lars noch lebt. Sie entscheidet sich, die Polizei zu informieren. Die ermitteln den Mann, der sich da so anonym angeboten hat. Er sitzt in einer JVA. Ein verurteilter Betrüger, der von der Summe gehört und geblufft hatte. Der Gott sei Dank hat sich die Polizei informiert. Einmal, das erzählt wiederum Rainer, hat ihnen sogar ein Engländer geschrieben, behauptet, er habe Lars Mittag getötet und begraben. Gerade eben erst. Der Engländer schickt auch das Foto einer frisch ausgehobenen Erdgrube. Die Facebook-Nachricht kann Rainer einem noch zeigen. Glücklicherweise habe er Rainer aber die Stammdaten dieses Engländers ermittelt und bei der Polizei in Kent angerufen. Die schickte sechs Wagen zum Verdächtigen. Es sei dann jedoch kein Mann gewesen, ein Teenager vielmehr, der sich einen Spaß machen wollte. Ich weiß nicht, warum man das macht. Das ist so morbide und oh, bitte. 14 Jahre jung. In Deutschland lassen sie dich links liegen, wenn du sagst, du bist Privatermittler. Aber in anderen Ländern nehmen sie dich ernst, ruft Rainer, als er sich daran erinnert. Und man möchte ihm gern zustimmen, ihm auf die Schulter klopfen, dafür, dass er diese dreckigen kleinen Feigenschwein mit sowas nicht durchkommen ließ. Wenn man nicht wenig später Klein mit Rainers Kritik konfrontieren würde und daraufhin von dem Kommissar erführt, dass er diese Geschichte durchaus überprüft hat. Klein rief bei den Kollegen in Kent an, die wussten nichts von einem solchen Einsatz. Es lebe hier auch niemand mit dem Namen des 14-Jährigen. Okay. Keiner, dem man im Laufe dieser Recherche spricht, zweifelt daran, dass Rainer engagiert ist und längst die größte Stütze der verzweifelten Mutter. Aber manchmal kann sich Überforderung auch auf Helfer übertragen. Manchmal kann eine Suche zur Sucht werden. Manchmal kann das Bedürfnis zu helfen dazu führen, dass man sich die eigenen Begrenztheit schwer eingestehen mag. Die Ermittlungen, von denen Rainer erzählt, sind ausgesprochen ausgefeilt und aufwendig und lassen den Fall noch mysteriöser erscheinen, als er es ohnehin ist. In der Nähe der Autobahn, zu der Lars Spur führt, habe er eine Prostituierte entdeckt, die ihn genau beschreiben könne. Die Fra Dame sei aber wenig später vom Zuhälter nach Österreich verschickt worden. Rainer berichtet, wie sie das Waldgebiet hinter dem Zaun mit knapp 100 freiwilligen Helfern durchkämmt haben. Viele von ihnen ehemalige Soldaten, wie das Gebiet um den Airport eigens mit einem Flugzeug überflogen fliegen ließ, um Luftbilder zu schießen und mit GPS-Punkten zu markieren.
Wie es möglich gewesen sein soll, einen internationalen Flughafen, in dessen Nähe man nicht mal eine Drohne fliegen lassen darf, mit einer Privatmaschine zu queren, führt er nicht aus. Das ist auch suspekt. Was nicht heißen muss, dass es nicht passiert sein kann, sondern nur, dass Rainer den Bitten Belege für seine Bemühungen zu liefern nicht nachkommt. Natürlich heißt Rainer auch gar nicht Rainer, aber seinen wahren Namen darf man nicht schreiben und auch sonst wenig über seine Herkunft. Dafür setzt er extra eine etwas holprige Verschwiegenheitserklärung auf. Er sei, sagt er, in dieser Detektivsache reingerutscht, dann allerdings von anderen Detektiven geschult worden, von einem Lehrmeister ganz besonders beim militärischen Abschirmungsdienst sei der gewesen. Den Namen will er nicht nennen. Immer wieder fährt Rainer allein nach Bulgarien. Er verlangt dafür keine Bezahlung. Seiner Mitrang trägt nur die Spesen. Bis heute entscheidet er, was mit der gewaltigen Kommunikation der Suchtseite geteilt wird. Er moderiert, kommentiert, hält Hinweise, die er zu krass findet, von der Mutter fern. Ich will sie da ein Stück weit beschützen. Ich bin der Filter, erklärt Rainer. Im Kraftwerk sagt einer über ihn, der hat Lars nie kennengelernt, aber er wollte helfen. Und das tut er bis heute. Mir scheint, er hat sein Leben darauf ausgerichtet. Und Sandra Mittank sagt, ohne Rainer wäre ich wahrscheinlich längst am Ende. Ohne ihn hätte ich nicht vielleicht, hätte ich vielleicht schon aufgegeben. Vermisstenfälle sind seelische Extrembelastung für die Hinterbliebenen und die Hoffenden und die Suchenden. Wie aber einem Pendel schlägt die Hoffnung in die eine Richtung aus, nur um danach, wenn das, worum man glauben wollte, zerstiebt, mit noch mehr Wucht in die Gegenseite zu schwingen. Es gab mehr als 100 vermeintliche Sichtungen in all den Jahren. Rainer führt eine Datenbank, in der er die Obdachlosen kartiert, die ihnen gemeldet wurden. Marco Klein hat nicht weniger Hinweise erhalten. Dem Kommissar haben sich Hellseher angedient. Ein IT-Techniker aus Indien wollte ihn in Peru entdeckt haben. Manche Anrufe raunten, bei der Sache handelt sich um Organhandel. Andere waren sich am Mittag sei als Drogenkurier benutzt und danach beseitigt worden. Klein erhielt Screenshots von Google Earth, darauf eine verpixelte gelbe Kachel. Das sei doch Mittags T-Shirt. Verrückter als vieles davon ist eigentlich nur, dass Klein all diese Hinweise wirklich gecheckt hat. Er hat geprüft, als eine Frau meldet, Mittag werde auf einer Burg bei Granada als Sklave gehalten. Er nimmt die Dienstvorschrift ernst, er ist akribisch. Selbst eine verwirrte Angabe, der flüchtige RAF-Terrorist Staub habe Mittags Ermordung beauftragt, spielte er das Szenario einmal durch. Spur 275, ohne Ergebnis. Es gebe ja manchmal, sagt die Kleinen, die unmöglichsten Dinge. Dazu mag auch zählen, dass Lars Mittag heute in Deutschland sein könnte. 2019 hätten sie einen Durchbruch erzielt, erklärt Rainer. Da habe sich ein LKW-Fahrer anonym gemeldet, der Lars an der Grenze aufgelesen und bei Berlin abgesetzt hatte. Sandra Mittrank sitzt neben Rainer in Mahne und nickt. 2025 könnte die Mutter den Sohn nach dem Verschollenheitsgesetz für tot erklären lassen. Sie wird das auch. Daran lässt sie bei dem Treffen keinen Zweifel. Nicht tun. Obgleich sie oft nicht weiß, was sie noch unternehmen soll. Sie haben vor kurzem eine neue Flyer-Aktion gestartet. Sie und Rainer, Sie glauben, dass Lars nicht mehr weiß, wo seine Familie wohnt. In vielen Raststätten und Tankstellen des Landes hängen jetzt Flyer. Bei Speditionen und Logistikern. An Zäunen und Mauern. Das ganze Land soll einmal noch erfahren, dass Lars weiterhin vermisst wird. Soll noch einmal mitmachen, sich die Flyer über die Facebook-Seite bestellen und in der eigenen Stadt plakatieren. Auf den Flyern sind zwei Phantombilder, die Mittag stark gealtert zeigen. Dreckig und verwahrlost mit langen grauen Haaren und Rauschebart. Ein 35-Jähriger, der aussieht wie 70. Rainer hat sie am Computer erstellt. In Wilhelmshaven reden sie manchmal noch über Lars, erinnern sich in stillen Momenten an den verschwundenen Kollegen und daran, wie er war. Aber der Job lässt dafür nur wenig Zeit und die Sorgen der Vergangenheit sind den Sorgen um die eigene Zukunft gewichen. Ende 2022 soll das Kohlekraftwerk stillgelegt werden. Markus Roller, der zuerst in den Fall ermittelt hat, wohnt heute in Varna. Er hat eine Bulgarierin kennengelernt und mittlerweile die Branche gewechselt. Seine neue Firma wirbt mit Diskretion und internationalen Zugängen und jahrzehntelanger Erfahrung. Zu Mittag will sich Roller nicht mehr äußern. Seine Detektiv-Homepage ist abgeschaltet. Bleibt noch Marco Klein, der den Fall auch nicht los wird. Im Januar wird der Kommissar mal wieder wohin gerufen, diesmal nach Norderstedt, einen Herumstreunenden am Einkaufszentrum überprüfen. Es war nicht Lars Mittank. Es ist nie Lars Mittank, nur eine weitere falsche Spur, protokolliert und abgeheftet neben allen anderen. 296 insgesamt, 7 Jahre in 5 Leitsordnern. Klein hat diese Akten immer wieder hervorgeholt und durchgeblättert, auf der Suche nach etwas, was er übersehen haben könnte. Aber da ist nichts, sagt er. Aus einem Büro kann Klein auf die JVA gucken. Die Polizeidirektion, ein Betonklotz in Asbestgrau, grenzt an den Gefängnishof. Von oben sieht Klein ein Jacket im Fischgrätenmuster, spitz zulaufende Lackschuhe, die Mauern, vergitterte Fenster, den Stacheldraht und die Häftlinge.
Ein paar hat er selbst dorthin gebracht. Ich wäre froh über einen Hinweis im Fall Mittag. Ich wäre froh über einen Strohhalm, an den wir uns klammern können. Im Prinzip haben wir aber seit 2014 nichts mehr. Moment, 2014? Was ist mit Berlin, dem LKW-Fahrer, der sich 2019 gemeldet hat? Dem Anhalt, hat den Durchbruch. Mit der Annahme, dass Mittag in Deutschland sei. Warum geht die Polizei dem nicht nach? Er ist dem ja nachgegangen, sagte Klein. Er wollte die Spur verfolgen, wollte die Fahrerkabine auf DNA-Spuren checken. Er habe Rainer um Mithilfe gebeten, um das Kennzeichen, den Namen der Spedition, ein Foto aus der Fahrerkabine wenigstens. Aber der Privatermittler sei ausgewichen. Er habe gesagt, die Kamera sei in Rumänien entwendet. Der Fahrer zudem mehrfach dabei erwischt worden, wie er Flüchtlinge um die Grenze geschleust habe. Der wolle nicht mit der Polizei reden. Später habe Rainer gedrängt, von Klein doch noch einen Namen geschickt. Klein suchte in allen Datenbanken Personenregister, fand keinen LKW-Fahrer, der so hieß. Klein schüttelt den Kopf, die Haare grau geworden, er ist am Fall gealtert. Bis heute hat er Rainer nicht gesehen. Meistens mailen sie nur. Rainer sagt über die Polizei, wenn ein Hinweis kommt, kann ich nicht warten, bis die Polizei aktiv wird. Dann nehme ich die Suche in die Hand, rufe meine Detektivkollegen an und frage, hast du dazu was? Was meinst du? Wenn die Polizei wüsste, was wir so gemacht haben, würde sie sich manchmal wundern, wie schnell wir reagieren können und welche Wege wir gehen und was für Kontakte wir haben. Aber manchmal brauchen wir auch offizielle Hilfe von der Polizei. Klein sagt über Rainer, Detektiv ist leider kein Lehrberuf. Mit den Standards unserer Arbeit lässt sich das nicht vergleichen. Vor kurzem ging noch ein Hinweis im Fall Lastmittag an. Eine Dame, die betagter schon aufgeregt, war am Telefon. Sie habe erzählte sie dem Beamten einen Bericht im Fernsehen gesehen. Um den Verschwundenen, den blonden Mana, sei es gegangen, um diesen Lastmittag. Und ein Detektiv namens Rainer sei auch aufgetreten. Aber nun komme es. Den Detektiv habe sie erkannt. Und nun mache sie sich Sorgen um ihn. Der Mann sei nämlich ganz sicher kein Detektiv. Sie müsse es wissen, sie sei eine Angehörige, der Junge sehr am Herzen liege. Die Polizei hielt auch diesen Hinweis sorgfältig in Akten fest, wenngleich man diesmal die Meldung tatsächlich für nicht allzu ermittlungsrelevant hielt und ihr nicht weiter nachging. Okay, also das war der Fall Lars Mittag. Oh nein. Ja. Oh, ich habe gerade schon gedacht, die Aufnahme hätte gestoppt. Das war der Fall Lars Mittag. Was meint ihr? Habt ihr davon schon gehört? Das ist ein sehr prominenter Fall. Die Mutter ist sehr engagiert, klammert sich an jeden Strohhalm und das kann ich auch verstehen. Dieser Rainer ist mir tatsächlich suspekt. Ja? Also, ich weiß nicht. Das hört sich komisch an und sehr mysteriös alles. Wie gesagt, ein Bild von Lars habe ich euch ja eingeblendet und des vermissten Plakat, das neue und so weiter, könnt ihr alle auf der Facebook-Seite finden. Ich werde es euch verlinken und ich werde euch noch ein, zwei andere Videos verlinken, bei denen ihr eben auch die Videos vom Flughafen sehen könnt. Also, ich freue mich auf eure Kommentare unter diesem Video. Lasst uns ruhig darüber diskutieren, was passiert sein könnte oder ob ihr diesen Fall schon kennt. Natürlich, und das seid ihr immer, bleibt respektvoll und freundlich, aber das kenne ich von euch nicht anders. Also, meine Lieben, das war jetzt eine längere True-Crime-Zeit und mir bleibt jetzt nur noch eins, euch zu sagen, wem das gefallen hat und wem das euer erstes Mal hier bei uns wart, bei der True Crime Zeit, findet ihr in meiner Playlist True Crime ganz viel davon. Und alle anderen, ihr wisst, bald kommt wieder eine, sie werden wieder regelmäßiger kommen, ja, ich verspreche es. Und wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, damit ihr mehr von diesem Content bekommen könnt. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht einen Daumen nach unten. Aber dann schreibt mir doch einfach auch in die Kommentare, was ihr nicht so gut fandet. Und ansonsten, wie gesagt, wer neu ist, über ein Follow, ein Abo freue ich mich auch total. Damit könnt ihr den Kanal unterstützen und mir die Möglichkeit geben, mehr solcher Videos zu machen. Und wir hören uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und bis dahin, passt ihr bitte super gut auf euch auf, bleibt schön kreativ und vor allen Dingen immer total entspannt. Also bis dahin, see ya!